Hallo ihr Lieben, ich habe gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein nettes Filmchen. Ich wollte jetzt überbackenen Schafskäse mit Backkartoffeln dazu machen und ich zeige euch mal, was ich hier vorbereitet habe. Und zwar habe ich hier in der kleinen Ofenhexe habe ich schon etwas dicker geschnittene Tomatenscheiben ausgelegt, so kleine Cocktailtomaten. Dann habe ich hier eine gelbe und eine rote Paprika, die habe ich in so Streifen geschnitten. Eine rote Zwiebel in Ringe. Ein Schafskäse Light, den habe ich in zwei Stücke geschnitten, sodass jeder, also mein Mann und ich gleich jeder ein Stück bekommt. Dann habe ich hier ein paar Kartoffeln, rohe Kartoffeln, die habe ich in Spalten geschnitten, nur gut abgeschrubbt. So, und dann war die liebe, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch die kennt, die liebe Simone Erbelding von Zapfern aus Dortmund, die hatte mich angeschrieben und hatte gesehen, dass ich ganz viel auf Kalorien oder auf gesunde Ernährung achte bei meinen Rezepten und war so lieb und hat mir ein paar Proben zugesandt, unter anderem eine Flasche oder zwei Flaschen sogar Albaöl. Albaöl ist ein schwedisches Rapsöl, Leinöl mit Buttergeschmack, ganz gesund, ganz viel Omega, habe ich mir auch extra einen Zettel hier hingelegt. Kann ich euch mal zeigen. Wertvolle Omega-3-Fettsäuren und viele Kliniken und so verwenden dieses Öl. Ich habe es auch schon getestet. Wie gesagt, das ist mit Buttergeschmack, ist wirklich lecker. Ist laktosefrei, milcheiweißfrei, glutenfrei, kochsalzfrei und kann man auch hoch erhitzen zum Backen, Kochen und alles nehmen. Damit werde ich jetzt gleich die Kartoffeln marinieren. Und die würde ich auch als erstes fertig machen. Und dazu hatte sie mir auch ein Gewürz geschickt. Und zwar nennt sich das nicht Fisch, nicht Fleisch. Da habe ich unser Grillfleisch am Wochenende mit mariniert. Sehr, sehr lecker. Damit werde ich jetzt auch die Kartoffeln marinieren, weil die werde ich als erstes in den Ofen packen. Den Ofen heize ich gerade vor auf 220 Grad. Und werde jetzt die Kartoffeln dann so ungefähr 25 Minuten schon mal reingeben, 20, je nachdem, ich gucke mal nach der Bräune. Und dann schiebe ich den Schafskäse dazu, weil der muss ja nur überbacken werden. Damit beides in den Ofen passt, habe ich wie gesagt die kleine Ofenhexe und die Kartoffelspalten packe ich auf den Mainz, weil er hat ja auch einen kleinen Rand. Also perfekt. Deswegen fangen wir jetzt mit den Kartoffelspalten an. So, ich habe mir ein bisschen von dem Albaöl in meinen Zerstäuber gepackt, weil das so dünnflüssig ist, dass man das auch wunderbar sprühen kann, also noch weniger an Öl braucht. Ihr seht alles, genau. Dann gebe ich dazu einen Teelöffel von dem Gewürz, nicht Fleisch, nicht Fisch. Dann gebe ich dazu ein bisschen Paprika, edelsüß. Und ein bisschen Salz noch. Zack, zack, zack. Nichts passiert. So, das Ganze vermenge ich jetzt. Wie gesagt, dann kommt das auf den Mainz. Ich muss aber noch ein bisschen Öl dazu geben. Das ist ja nicht viel, weil es so fein sprüht. Ist wie Haarspray. Also eigentlich kann man das nicht wirklich bemessen, wenn ich ehrlich bin. Ihr seht ja, es qualmt wie beim Haarspray. Mit diesem Albaöl werden die Kartoffelspalten noch knuspriger von außen. Das seht ihr nachher. So, das geben wir jetzt auf den Mainz. Den brauchen wir dann auch nicht fetten, weil wir ja jetzt die Kartoffelspalten. Ich mache das mal eben mit den Fingern. Kartoffelspalten gewürzt und gefettet haben. Gucken, wie viele da drauf passen. Ich glaube, die passen gar nicht alle drauf.
Da vertut man sich ja immer, wenn man die Kartoffeln in Stücke schneidet, wie viel das doch dann ist. Eine Kartoffel bleibt über. So, so sieht das jetzt aus. Das schiebe ich jetzt als erstes in den Ofen. Und stelle da mal 20 Minuten ein. Und dann können wir gleich ja gucken. So, jetzt machen wir weiter mit dem Schafskäse. Muss ich wieder runterstellen. So, hier gebe ich jetzt auf die Tomaten, gebe ich jetzt ein bisschen Pfeffer mit der Pfeffermühle. Ein bisschen Salz. Dann gebe ich die Zwiebelringe obendrauf. Rote Zwiebeln, die sind ja milder. So sieht das jetzt aus. Dann geben wir jetzt zu den zwei Paprikas ein bisschen Olivenöl. So ein Teelöffel. Und nochmal ein Teelöffel von dem Gewürz nicht Fleisch, nicht Fisch. Das vermenge ich jetzt miteinander. Ihr seht alles, genau, ihr seht alles. Dann lege ich mir die zwei Schafskäsestücke da drauf und gebe die Paprika dazu. So. Und dann gebe ich noch ein paar Gartenkräuter. Gebe ich noch mal da drüber. Über den Schafskäse so ein bisschen. So, und so ein paar Tröpfchen von dem Olivenöl auf den Schafskäse. So sieht das jetzt aus. So, ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, da jetzt auch noch, schmeckt natürlich wunderbar, eine frische Knoblauch reinpressen. Das mache ich aber nicht, weil wir gleich zu den Kartoffelspalten noch einen, einen Frischkäse-Dip essen. Der ist mit Knoblauch und Zwiebeln, sonst wird mir das zu viel Knoblauch. Also wie gesagt, ich backe jetzt die Kartoffeln vor. Und dann gebe ich in 20 Minuten den Schafskäse dazu. Den backe ich dann so 10-15 Minuten. Ich gucke mal. Und wenn das fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, Essen ist fertig. Sieht ganz, ganz lecker aus. Auch die Kartoffeln. Also ich muss echt sagen, mit dem Albaöl, seht ihr, sind die noch brauner und knuspriger. Schaut mal. So sieht das jetzt fertig. Ja, ich habe den Schafskäse, wie gesagt, nach 20 Minuten zu den Kartoffeln geschoben und habe den nochmal 20 Minuten überbacken. Ja, und muss ich sagen, perfekt. Wir lassen es jetzt schmecken. Ich hoffe, euer Filmchen hat euch gefallen und ihr gebt mir mal ein Feedback, ob es euch auch geschmeckt hat. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Film. Eure Judith. Tschüss, ihr Lieben.